Vergessenheit der Vergangenheit und Gegenwart in der Zukunft. Wir saßen im Geschichtsunterricht, als der Lehrer uns nach Ereignissen des 21. Jahrhunderts fragte. Viele aus der Klasse meldeten sich, und der Lehrer nahm einen nach dem anderen dran. Die letzte Meldung schockte den Lehrer, denn einer der Schüler fragte: "All das ist Geschichte, wir können daran nichts mehr ändern." Der Lehrer war empört. Er ging an das Smartboard und schrieb: "Warum haben wir dieses Fach?" Der Lehrer sah den Jungen an, welcher ihn empörte, und sagte: "An der Vergangenheit können wir nichts mehr ändern. Weder den Ersten noch den Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert, noch all das aus dem 21. Jahrhundert. Einst saßen hier Schüler wie du, einst saß ich auf diesem Stuhl und hörte dem Lehrer zu. Nun unterrichte ich eine Klasse. Doch wenige Generationen vor mir saßen auch Schüler auf dem Stuhl und hörten dem Lehrer zu. Doch diese bekamen Kriege, Verwüstungen und so weiter selbst mit. Nicht nur, dass ich euch all dies aufgrund des Respekts unserer Vergangenheit und Vorfahren lehre. Nein, denn damals wussten die Schüler auch nicht, was sie einmal erwarten würde." Wenn euch diese kleine Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, kannst du diesen Kanal gerne mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!